Hallo und herzlich willkommen bei Lebenskunst, bewusstes, autarkes und freies Leben. In diesem Video geht es heute um das Thema Urinieren. Insbesondere geht es hierbei um die Frequenz und die Häufigkeit des Urinierens. Weißt du, wie häufig du am Tag urinierst? Wenn nicht, ist das nicht schlimm. Es zeigt mir nur auf, dass du dich bewusst mit diesem Thema in deinem Alltag nicht auseinandersetzt, was so viel bedeutet, wie dass deine Häufigkeit ganz normal ist. Während es aber Menschen gibt, die 20 bis 30 Mal am Tag urinieren. Und das fällt diesen Menschen natürlich auf und nicht nur ihnen, sondern natürlich auch den Menschen in ihrem Umfeld. Beispielsweise im Job. Wenn du direkten Kontakt mit Mitarbeitern oder mit dem Chef hast, dann fällt diesen relativ schnell auf, dass du immer und immer wieder auf der Toilette bist, um Wasser zu lassen. Oder aber im Bereich der Freizeit. Wenn du etwas draußen machen möchtest und davon betroffen bist, dann ist es oft wichtig, dass ein Klo in der Nähe ist. Dass du vor allem als Frau am Tag deine Ruhe hast und immer wieder auf die Toilette gehen kannst. Sodass das natürlich auch eine gewisse soziale Einschränkung mit sich bringt. In den eigenen vier Wänden ist das weniger problematisch, jedoch fällt es eben auf, dass man immer wieder dadurch unterbrochen wird, dass man urinieren muss. Aufgrund dessen, dass dir das aufgefallen ist, bist du bestimmt schon mal bei entsprechenden Fachärzten der Schulmedizin gewesen. Diese haben aber nicht wirklich etwas festgestellt. Sie haben vielleicht eine Urinuntersuchung gemacht, eine Blutuntersuchung gemacht, haben vielleicht sogar bildgebende Verfahren angewendet, konnten bisher aber nichts finden. Am Anfang hieß es vielleicht, ja, das ist ja klar, das kann ja nur eine Blasenentzündung sein. Aber je länger das Ganze ging, desto weniger wurde auch gefunden und dementsprechend gibt es einfach keinerlei Ursache aus der Schulmedizin heraus, die dir aufzeigt, warum du so häufig urinieren musst. Du möchtest dieses Problem aber loswerden, denn du siehst dich hierbei sozial eingeschränkt, fühlst dich vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle nicht wirklich ernst genommen. Von deinem Partner, von deiner Familie, von den Mitarbeitern, vom Chef oder von deinen Freunden, weil sie dich hierbei vielleicht immer wieder aufziehen, dich hänseln, vielleicht sogar mobben, weil sie immer wieder auf dieses Thema eingehen und dir ist das ganz, ganz unangenehm. Wenn dem der Fall ist, dann solltest du dir dieses Video ganz genau anhören, denn in diesem Video möchte ich dir ganz ausführlich erklären, was da dahinter steckt in Bezug auf die Ursache, wie es dazu kommt und vor allem, wie dieser Kreislauf durchbrochen werden kann. Wenn wir beim Urinieren sind, dann sind wir im Bereich der Blasenschleimhaut in Bezug auf die Blase, Harnleiter bzw. die Harnröhre. Das Ganze ist als Gewebe verschaltet im Ektoderm, im Gehirn. Das heißt, wir haben hierbei einen klassischen Revierbereich. Genauer gesagt steckt als Ursache ein sogenannter Reviermarkierungskonflikt dahinter. Der Reviermarkierungskonflikt in der Heilungsphase ist das, was man als sogenannte Blasenentzündung diagnostiziert. Aber ich hatte doch gerade gesagt, dass es keine Blasenentzündung ist, dass man vielleicht maximal schulmedizinisch durch Untersuchungen, Tests eine Blasenentzündung feststellen kann, dass diese aber über einen langen Zeitraum das nicht sein kann. Und das ist auch nicht so, denn es ist tatsächlich keine Blasenentzündung. Jedoch hat es etwas genau mit diesem Reviermarkierungskonflikt zu tun. Denn es handelt sich schlichtweg nicht um einen Reviermarkierungskonflikt, sondern es handelt sich um zwei, die beide aktiv sind und eine Markierungskonstellation erzeugt haben. Das heißt, es ist auf beiden Temporallappen ein entsprechender Hamersche Herd vorhanden in Bezug auf die Relais. Das heißt, wir haben hierbei einen Reviermarkierungskonflikt auf der Mutter-Kind-Nestseite und einen Reviermarkierungskonflikt auf der Partner-Umfeldseite. Das bedeutet übrigens auch, dass sobald der zweite Konflikt im Revierbereich in Bezug auf die Blasenschleimhaut eingetreten ist, dass wir einen Reifestopp haben. Das betrifft demnach natürlich vor allem die Menschen, die unter 25 Jahre alt sind. Denn jedes Mal dann, wenn es zu einer Revierkonstellation kommt, das heißt der zweite Konflikt eingeschlagen ist,
haben wir einen Reifestopp. Jetzt ist es so, dass wenn wir uns den Reviermarkierungskonflikt anschauen, wir unterscheiden müssen zwischen männlich und weiblich. Denn beim Mann ist es so, dass dieser immer ein äußeres Revier hat. Das heißt, in Bezug auf sich selbst sieht er das Revier nicht wirklich, identifiziert sich damit nicht, sondern mit seinem äußeren Revier. Dementsprechend ist auch die Themenauswahl hierbei relativ offensichtlich. Es geht entweder um die eigene Familie, es geht um den Arbeitsplatz, es geht vielleicht um die Freunde oder es geht um wiederum sehr spezifische Themen innerhalb der Partnerschaft. Bei der Frau ist es quasi umgekehrt. Da geht es nicht um den äußeren Revierbereich, weil die Frau sich mit dem äußeren Revierbereich nicht identifiziert, sondern um den inneren Revierbereich. Das heißt, der Reviermarkierungskonflikt ist hierbei vom Themeninhalt gleichzusetzen mit dem sogenannten Identitätskonflikt. Das heißt, es geht eher um die innere Identität, die quasi der Frau genommen wurde oder die potenzielle Gefahr da ist, dass ihr diese Identität genommen wird. Demnach versuchen beide Geschlechter, ihr Revier zu verteidigen, indem sie das Revier markieren. Und demnach haben wir dann auch ein sinnvolles biologisches Sonderprogramm. Entweder beides gleichzeitig einschlagend, sodass wir direkt in der Markierungskonstellation sind, oder aber, dass zuvor schon ein aktiver Reviermarkierungskonflikt da gewesen sein muss, was in den allermeisten Fällen so ist. Was sich auch dadurch erklären lässt, dass eben der Reviermarkierungskonflikt in der konfliktaktiven Phase keine Symptome macht. Das heißt, wir haben in der konfliktaktiven Phase einen Zellabbau im Bereich der Blasenschleimhaut, im Bereich des Harnleiters bzw. der Harnröhre. Das verläuft ohne Schmerzen und ohne Blutungen. Wenn es jetzt zur Heilungsphase kommt, dann sind wir im klassischen Symptombereich der Blasenentzündung. Das heißt, erschwertes Wasserlassen mit entsprechendem Brennen, jedoch immer wieder häufig das Gefühl, dass man auf die Toilette muss, um zu urinieren, Schmerzen, Blutungen und in der Epikrise kommt dann entsprechend auch noch Fieber und eventuell Schüttelfrost dazu. Der klassische Verlauf einer Blasenentzündung. Zur Blasenentzündung an sich habe ich übrigens auch mal ein separates Video gemacht, in dem ich vor allem hier die Frau thematisiert habe, da ja Blasenentzündungen proportional gesehen häufiger bei der Frau vorkommen als bei dem Mann. In dem Video habe ich das auch erklärt, weshalb das der Fall ist. Dementsprechend verlinke ich dieses Video einmal in der Videobeschreibung unter dem Video für alle diejenigen, die sich grundsätzlich zum Thema Blasenentzündung und das jeweilige sinnvolle biologische Sonderprogramm informieren wollen. Das heißt, wir haben einmal den Verlauf, jedoch kommt es eben gar nicht zur Heilungsphase, weil der Reviermarkierungskonflikt einfach nicht gelöst werden kann. Wenn es zum Beispiel darum geht, dass der Mann eifersüchtig ist. Die Eifersucht an sich entsteht aus einer wiederum weiteren Konstellation, sodass er innerhalb der Beziehung, Partnerschaft immer wieder sieht, dass potenzielle Gefahr da ist. Das heißt, das äußere Revier, wozu der Partner gehört, in dem Fall die Partnerin, kommt es dazu, dass immer wieder Männer diesbezüglich einen möglichen Angriff planen auf diese Partnerin. Das ist zumindest das eigene Empfinden. Deshalb ja auch die entsprechende Eifersucht. Die Eifersucht ist wiederum nichts anderes als eben ein Revierthema als Konstellation. Das heißt, das Revier muss markiert werden, denn es soll niemand in das Revier kommen, um den Partner, die Partnerin wegzunehmen. Und dementsprechend startet dann hier als Rechtshänder zum Beispiel auf der rechten Seite der Reviermarkierungskonflikt. Wenn dieses Thema aber aktiv ist und das Ganze zum Beispiel 5, 6, 7 Jahre so geht und hierbei ein erneutes Thema dazu kommt in Bezug auf die Mutter-Kind-Nest-Seite,
Dann haben wir eine sogenannte Markierungskonstellation. Und diese Reviermarkierungskonstellation, wie jede Konstellation, bringt natürlich einen entsprechenden biologischen Übersinn mit sich. Dieser biologische Übersinn ist ganz einfach erklärt. Denn der biologische Sinn des sinnvollen biologischen Sonderprogramms des Reviermarkierungskonfliktes ist ja im Zellabbau quasi den Querschnitt so viel größer zu machen, dass mehr Revier markiert werden kann in Bezug auf die Urinmenge. Dementsprechend haben wir natürlich bei einer entsprechenden Markierungskonstellation noch mehr davon. Das bedeutet, die Urinmenge wird immer weniger, jedoch wird die Häufigkeit immer höher. Denn je häufiger ich meinen Duftstoff nehmen kann, um damit zu markieren, desto besser ist es, weil ich dann natürlich die ganzen Revierfeinde fernhalten kann. Und das ist das Prinzip der Markierungskonstellation. Dementsprechend haben wir dann natürlich auch nur diese Auswirkungen, wenn die Konstellation eingeschlagen ist, und wir haben keine Auswirkungen mehr, wenn sich der Konflikt wiederum gelöst hat, sodass die Konstellation weg ist, weil ja dann nur noch ein entsprechender Reviermarkierungskonflikt da ist. Das heißt, wenn diese Situation so ist, wie sie ist, kann natürlich auch bildgebend als auch durch entsprechende Untersuchungen, sei es durch Urin- oder Blutuntersuchungen, nicht wirklich etwas festgestellt werden. Warum nicht? Weil die Diagnose bzw. die Diagnostik an sich in Bezug auf das Thema Blase, Harnleiter und Harnröhre immer nur dann einen Befund zeigen, wenn die Heilungsphase da ist. Das heißt, sobald wir zwei aktive Reviermarkierungskonflikte haben, wird rein schulmedizinisch nichts festgestellt werden. Das heißt, aus der schulmedizinischen Sicht heraus sind diese Menschen quasi kerngesund. Das sind sie in Wirklichkeit auch. Es läuft aber eben nur eine Konstellation ab, die daraus ergibt, dass jemand zum Beispiel 20, 25 Mal am Tag urinieren muss. Jetzt kommt dabei aber noch etwas ganz Interessantes dazu. Denn es kann natürlich sein, dass entweder am Tag diese Konstellation immer da ist, jedoch kann es auch sein, dass nur in ganz bestimmten Situationen diese Konstellation da ist. Wenn wir jetzt zum Beispiel den Zustand haben, dass jemand 5, 6, 7 Mal in der Nacht auf die Toilette muss, um zu urinieren, dann kann man schon mal davon ausgehen, dass da etwas in irgendeiner Art und Weise verändert ist und demnach sich das als Symptomatik zeigt. Jetzt muss man natürlich hier unterscheiden, handelt es sich um eine Markierungskonstellation? Handelt es sich vielleicht aber auch nur um eine Heilungsphase eines Existenzflüchtlingskonflikts in Bezug auf die Nierensammelrohre? Denn auch das wäre dann in Bezug auf die Nacht und die entsprechende Vagotonie eine Erklärung dafür, dass vor allem in der Nacht dann durch die Heilungsphase sehr viel Urin entlassen wird. Bei den allermeisten hat das aber nichts mit einer Heilungsphase in Bezug auf die Nierensammelrohre zu tun, sondern ist tatsächlich durch eine Konstellation da. Das heißt, durch eine Markierungskonstellation. Denn es kommt dabei dann vor, dass zum Beispiel jemand von dem zweiten Konflikt träumt, den er immer wieder zwar los wird, jedoch dadurch, dass er davon träumt, in eine bewusste Erinnerung, somit in eine Schiene kommt und demnach die Konstellation quasi nach dem Einschlafen im Traum wieder anfängt und demnach dann 5 bis 6 Mal in der Nacht derjenige oder diejenige urinieren muss. Das Ganze kann natürlich auch außerhalb des Traums, außerhalb der Nacht stattfinden. Wenn ein jeweiliges Thema wieder zum Beispiel durch eine Schiene Relevanz bekommt. So kann es zum Beispiel sein, dass jemand in der Nacht überhaupt gar nie urinieren muss. Da ist immer alles vollkommen in Ordnung. Derjenige hat ein gutes Schlafbild in Bezug auf die Schlafqualität und
hat demnach keine Ahnung, warum dann am Tag diese Urinflut stattfindet. Das liegt daran, dass in der Nacht das Ganze außerhalb der Konstellation verläuft, somit der eine aktive Konflikt diesbezüglich das Ganze dann auch nicht im Sinne der Symptome sich zeigen lässt bzw. Symptome erzeugt, somit dann am Tag durch die Schiene, die zum Beispiel die Arbeit darstellen kann, die Familie darstellen kann, das generelle Thema in Bezug auf die Familie darstellen kann, sodass dann das Programm wieder startet, die Konstellation wieder da ist und dementsprechend dann auch dieses ständige Urinieren da ist. Das heißt, hier gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, wie es immer wiederkehrend zur Konstellation kommen kann oder eben auch, dass die Konstellation an sich gar nicht der relevante Punkt ist, weil es sich um eine Heilungsphase des Existenzflüchtlingskonflikts in Bezug auf die Nierensammelrohre handelt. Das kann dann aber grundsätzlich an der Urinmenge entsprechend diagnostiziert werden, denn die Urinmenge wird bei einer Markierungskonstellation nicht mehr, während sie in einer Heilungsphase eines Existenzflüchtlingskonflikts mehr wird, sodass man hierbei das dann auseinanderhalten kann. Dementsprechend haben wir dann natürlich auch in Bezug auf die Lösungen eine Möglichkeit. Diese Möglichkeit besteht darin, die Situation, die mich entweder wohlweislich immer wieder in die Konstellation bringt, loszuwerden, die Situation so zu verändern, dass es für mich gar kein relevantes Thema mehr ist, oder aber indem ich verstehe, dass ich diese Reviergrenzen in der Art und Weise, wie es zum Beispiel Tiere brauchen in Bezug auf Fressfeinde, gar nicht brauche. Das heißt, diese Reviergrenzen sind aus meiner Sichtweise rein auf dem bewussten Verhalten des Menschen in der Art gar nicht nötig. Wenn ich aber die Notwendigkeit sehe, weil ja sonst mein Partner mir weggenommen wird, meine Mutter, mein Vater oder wer auch immer, dann muss ich hierbei die Situation verändern, weil das Ganze sonst nicht aufhört. Das findet tatsächlich auch sehr, sehr häufig bei Kindern statt. Es geht generell darum, dass Kinder sehr, sehr häufig ebenso wie Erwachsene dann auf die Toilette müssen. Deshalb ist es auch so, dass gerade schon im frühen Alter sich das zeigt, weil Revierthemen natürlich gerade im frühen Alter sehr präsent sind, aufgrund dessen, wenn zum Beispiel ein oder zwei Geschwister da sind. Das bedeutet, hierbei bezieht es sich dann meistens einmal auf den Bruder oder die Schwester und einmal im Regelfall auf die Mutter, sodass dadurch die Konstellation entsteht. Das heißt, wenn wir hierbei von einer Markierungskonstellation sprechen, sollten wir vor allem schauen, dass Situationen verändert werden. In Bezug darauf gebe ich auch nochmal den Hinweis, wenn man Situationen verändert, sollten diese Situationen auch so verändert werden, dass es wirkliche Veränderungen sind. Wenn man jetzt als Beispiel ein Eifersuchtsthema grundsätzlich aus einer Konstellation hat und hierbei immer wieder sein Revier markieren möchte, weil eben der Partner irgendwie Kontakt hat und einem das selbst so nicht passt, dann ist es nicht der Weg zu sagen, ja gut, mach das jetzt einfach, ich erlaube dir das, das ist für mich in Ordnung, wenn es für mich nicht in Ordnung ist. Dadurch wird sich die Situation verändern, jedoch wird es dazu führen, dass es nur noch mehr wird statt weniger. Weil wenn ich mich selbst manipuliere, beziehungsweise wenn ich mich selbst anlüge und daraus eine Veränderung sehe, weil ich den Partner machen lasse, wird sich nichts verändern. Genauso, wenn ich das Gegenteil mache. Denn wenn ich dann sage, nein, du machst das nicht, was wahrscheinlich im Vorfeld sowieso schon stattgefunden hat, dann wird die Situation im Regelfall vielleicht nochmal extremer werden, was dann natürlich auch nicht hilft, die Konstellation zu lösen. Sondern, wenn ich die Situation wirklich verändern möchte, dann gibt es eine Möglichkeit. In Anbetracht dessen, um eine wirkliche Veränderung zu erzeugen, einfach
die Situation so nehmen, wie sie ist, in Bezug darauf, dass man auch für sich erkennt, dass man selbst das Problem hat, in dem Fall selbst das Problem ist, oder aber die Beziehung zu beenden. Das heißt, die Partnerschaft Beziehung zu beenden ist natürlich langfristig die Veränderung überhaupt. Natürlich kann man jetzt sagen, ja nur weil ich jetzt 20 bis 30 Mal am Tag auf die Toilette muss und das vielleicht in irgendeiner Art und Weise mit meinem Partner zu tun hat, brauche ich ja die Beziehung jetzt in der Art und Weise nicht zerbrechen, muss jetzt jemanden verlassen oder jemanden rauswerfen. Das ist natürlich an sich vollkommen richtig. Jedoch sollte hierbei grundsätzlich reflektiert werden, woher vielleicht die anderen Symptome noch kommen, die da sind. Das heißt, die meisten Menschen haben ja nicht nur das als Symptom im Sinne einer Konstellation, sondern sie haben ja oft auch noch 2, 3, 4 verschiedene Symptome, die sich dann oft auch tatsächlich fast alle auf den Partner beziehen lassen. Und dementsprechend gibt es dann langfristig gesehen entweder die Möglichkeit, tatsächlich da sehr offen darüber zu sprechen oder die Reißleine zu ziehen. In dem Fall würde es mich sehr, sehr freuen, wenn du mir vielleicht in deiner betroffenen Situation davon etwas erzählst, wenn das ein Thema für dich ist oder wenn du vielleicht jemanden kennst. Vielleicht hast du hierbei auch entsprechend eine eigene Sichtweise, wieso, weshalb, warum das der Fall ist. Würde mich alles interessieren und demnach, wenn du etwas zu sagen hast, dann schreib es mir doch bitte in die Kommentarsektion unter dem Video. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich an dieser Stelle über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn du Freunde und Bekannte hast, für die das ein Thema ist, die tatsächlich immer wieder eine Toilette aufsuchen, alle 20 bis 30 Minuten es kaum halten können, dann teile diesen doch bitte dieses Video hier von mir. Solltest du noch kein Abonnent dieses Kanals hier sein, dann hol das doch bitte jetzt einmal nach. Und wenn du schon abonniert hast, dann aktiviere doch bitte die Glocke, um auch sicherzustellen, dass du jedes neue hochgeladene Video oder jeden gestarteten Livestream von mir angezeigt bekommst. Bis zum nächsten Mal, euer Ingmar.